Hallo, ich bin Jakob, der 18. und bin Schriftsteller und Maler, habe Kunst studiert und habe hier zwei schöne Bücher geschrieben. Einmal Grüne Revolution und einmal Der Kaiser von Deutschland. Und das könnt ihr auch einlesen bei Buddha TV. Auf der Gründer müsst ihr da gehen oder der Kaiser von Deutschland.de. Vielleicht machen wir noch einen Link dazu. Genau, und nun lese ich euch einfach mal das Klappenverzeichnis vor von Grüne Revolution. Und zwar, ausgehend von einer Betrachtung der Messias-Erwartung und Paradiesvorstellung in den fünf Weltreligionen, zeigt der Autor, wie es möglich ist, durch eine Kulturrevolution Millionen Traumjobs zu schaffen und die Menschheit wieder in den Einklang mit der Schöpfung zu führen. Das Paradies ist kein mystischer Ort, sondern das Resultat vieler fleißiger Hände. Durch Gartenarchitektur, Architekten, Kunst, Musik, Kunsthandwerk, Design und Modeschöpfung und durch neue Manufakturen statt Fabriken ist es möglich, dieses Wunder zu vollbringen. Städte würden erblühen, traumhafte Parkanlagen neu angelegt werden und Neo-Oldtimer mit Elektromotoren emissionsfrei die Herzen der Autofans höher schlagen lassen. Milliarden würden eingespart und durch Paradise Tax, durch Hanfanbau, könnte der Welthunger für immer besiegt werden. Es gibt viel zu tun. Préparez le paradis. Und hier haben wir noch meine Autobiografie, der Kaiser von Deutschland. Und ich lese euch das nochmal vor, was ich hier geschrieben habe. Das sind 25 Euro und hat ganz viele bunte Dinger, Bilder, die ihr auf der Kaiser von Deutschland.de mit Bindestrichen sehen könnt. Auch bei Buddha TV. Ich lese es euch jetzt vor. Jakob der 18., letzte Reinkarnation von Leonardo da Vinci. In diesem Leben dänischer Adliger und Heinrich Heine Nachkomme, ist der Kaiser aus Gottes Gnaden von Deutschland. Schon als Kind zu höheren Berufen wurde er hochstudierter Künstler, schuf meisterhafte Werke und engagierte sich in der Politik. Auf einer philosophischen Reise durch die Zeit begegnen wir am Leonardo, der noch jung und in das Leben verliebt ist und auf abenteuerliche Weise zu einem Kaiser.